Herzlich willkommen zurück zu Top Rider 5. Ja, hier hatten wir das letzte Mal aufgehört, hatten uns ja schon ein bisschen umgeschaut. Und ich habe mich auch nochmal umgeschaut. Und wir hatten es eigentlich schon vor Augen, denn es war keine einmalige Karte. Ja, wir haben sie immer noch, die Karte. Na gut. Das lag auch nur daran, weil ich mit meiner Erinnerung irgendwas mit dem Kran hier war gewesen. So, na, hier kommt doch bestimmt wieder ein Bösewicht. Oder? Na? Wo ist er? Da war er. Und er lässt den Schlüssel fallen. Oh. Okay. Ein ziemlich Riesenschlüssel, muss man so sagen. So, hier war aber doch auch noch irgendwas. Genau, hier fehlte nämlich so eine Art Sicherung. Und dann, glaube ich, kann man den Kran bewegen. Oder der bewegt sich dann. Jetzt haben wir aber erstmal den Schlüssel für die andere Seite. Das heißt, wir können direkt mal rüber zur anderen Seite. Und dann mal sehen, wo es dahin geht. Weil ich denke mal auf die andere Seite, ne? Wo wir da jetzt nicht über die Kisten und so gekommen sind. So. Schlüssel benutzen. Fein Masters Lava. Und eine Sequenz. Move your men along, Yaroslav. I do not pay such extortionate prices for incompetence. You forget, Mikhail Wolf. I am still an admiral of the Russian Navy and as such demand respect. While you accept my bribes for use of the submarine, you are under my employ and will follow my instructions without complaint. If I deal with the like of you to keep my men in bread, it does not make me one of you. Ha ha! Relax, my friend. We are two sides of the same coin. Mafioso filth. Khrushchev, hurry on with that box. Our new commander demands efficiency. Enough, enough! Board and seal hatches. As you have promoted me to commander, is it not fitting to board before the admiral? Okay, der Admiral hat sich mit der, also der russische Admiral hat sich mit der Mafia eingelassen, hat den für gegen Bestechungsgeld das U-Boot sozusagen ausgeliehen oder so. Ja, damit die das U-Boot nutzen können. So, ja, ich glaube, wir müssen darüber. Aber da mache ich das mal lieber sicherheitshalber. Und ich, so. Jawohl. Dann so klappt es dann immer, als wenn man gleich im Rennen. So, ist hier oben noch irgendwas? Nö, da ist nichts. So, hier wieder schön langsam rangehen. Da drüben liegt aber was, sehe ich schon. Und hoch hier. Einmal. Na. Einmal. Magnum. Fehlt ja nur noch die Magnum dazu. Und hier wäre auch noch ein Schlüssel. Ne, den anderen Schlüssel haben wir jetzt nicht mehr. Okay. Okay. So. Ja, dann müssen wir jetzt hier runter. Denke ich mal.
Okay. Ein bisschen Schaden muss sein. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Tür. Ach, ich sehe schon hier, ne? Können wir nochmal die Karte benutzen. Ich will aber nochmal eben hier so kurz gucken. Da oben liegt auch nichts auf dem Fensterbrett. Und hier kann man doch bestimmt auf der Seite auch noch runtergehen. Aber ich denke mal, da wird auch nichts sein. Nee. Kann ich mir auch jetzt nicht erinnern. Das ist, glaube ich, nur so. Und falls man da runterfällt, ist hier auch eine Leiter wieder zum Hochkommen. Okay. Dann gehen wir natürlich hier durch. So. Na, wer ist denn hier drin? Oh, da ist jemand. Ein Hund. Ein Husky. Aber er greift uns an. Also, der wäre auch so nicht lieb gewesen. Hier haben wir einen Haufen Schränke und hier können wir noch die Tür aufmachen. Damit wir wieder rüber auf die andere Seite kommen, genau. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier hinten ist ein Gitter. Kann ich das irgendwie aufmachen? Ach, tatsächlich. Ja, dann gucken wir doch mal, wo es da hingeht. Tauchen. Moment, hier ging es aber auch gerade noch nach zur anderen Seite. Möchte ich sagen. Uiuiui, wie weit geht das denn? Hoffentlich reicht die Luft. Das könnte knapp werden. Okay. Uiuiui. Ah, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, das ist hier unten bei dem U-Boot. Hier ist das U-Boot. Okay. Ach, und da hinten ist ein Secret. Yay. Ey, nein, 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 nein. Hoch, hoch, hoch. Ohne das Secret gehen wir nirgendwo hin. Mal ein weiteres gefunden. Wunderbar. Hätten wir schon drei, glaube ich, ne? Ja, gut. Mehr kann man hier nicht machen. Aber jetzt muss ich, glaube ich, erstmal wieder zum Anfang tauchen und dann zur anderen Seite. Wenn die andere Seite nämlich genauso lang ist, dann na Prost. Hä? Ach so, nach oben. Ah, Lara. So ein Scheiß. Ich hätte speichern sollen. So, da geht's zu der anderen Seite. Merken wir uns mal, nach links müssen wir dann noch. Jetzt kriegen wir langsam Luftprobleme. So, tanken wir mal auf. Gott sei Dank gibt es hier irgendwie keinen Kälteschaden. So, jetzt schwimmen wir hier noch lang. Okay. Sackgasse pur. Alles klar, das konnte ich vorher nicht erkennen. Okay, dann war das hier nur für das Secret. Aber immerhin. So, haben wir das nämlich auch. Jetzt haben wir hier noch einen Haufen Schränke. Die wir alle öffnen müssen.
Uzi-Muni. Kriegen wir vielleicht hier die Uzi auch noch. So, was haben wir hier drin? Gar nichts. Okay, da war ja nichts drin. Ach, hier haben wir die Sicherung. Okay. Und dann fehlt ja nur die andere Seite. Komm, lass uns noch eine Waffe finden. Ein Medipack. Wieder Desert Eagle Munition oder Magnum, aber ich denke mal, die heißt hier wieder Desert Eagle, ist ja quasi eine Magnum. Und da ist er auch, die Desert Eagle. Yay, yeah. Wunderbar. Sag mal, haben wir da nicht schon so einen Aufsatz gefunden gehabt? Genau, Combination mit Desert Eagle. Wunderbar. 18 Schuss. Na, mal sehen. Hier haben wir 90. Ja. Nehmen erstmal immer unsere Dings. So, jetzt haben wir ja die Sicherung. Können wir ja eigentlich wieder rüber auf die andere Seite. Und die Sicherung reinmachen. Ich werde aber mal hier kurz helfen. Muss ich unbedingt... Oh, der Ton sagt mir jetzt schon wieder, hier kommen böse Menschen. Hat sich hier noch einer versteckt? Nee. So. Ja, ich wollte auch das... Das hat sich aber angehört, als wenn hier irgendwo noch eine Tür aufgegangen ist. Die armen Huskies. Hier hinter mir. Aha, hier ist noch ein Schalter. Aha. Also habe ich halt doch richtig mit der Erinnerung, dass mit dem Kran noch irgendwas ist. So, jetzt müssen wir nur gucken. Aha, da schießt einer. Von wo? Der trifft mich hier. Tot. Das ist ein Sniper. Aber wo ist der? Der trifft mich immer noch. Was soll denn das? So, noch eins nehmen. Wenn ich nicht weiß, wo der ist, das ist scheiße. Wo versteckt er sich? Da oben, ne? Da oben am Fenster. Möchte ich sagen. Trifft den aber nicht. Ich
Ja gut, eigentlich müssen wir ja nur hier hoch. Hier hoch. Oh ne, ich kann hier mich nicht ordentlich konzentrieren, wenn der Arsch die ganze Zeit auf mich schießt. Ich weiß nicht wo. Wo der ist. Nee, wir laden mal neu. So, ist ja nur die Sicherung einsetzen, den Hund töten. Der schießt jetzt schon. Der schießt jetzt schon. War da vorher gar nicht so. Der kam doch erst danach. Der Hundi. So, jetzt können wir ruhig eins nehmen. Safe. So, ich möchte wissen, wo dieser Sniper-Typ ist. Boah, das ist so schlecht, hier immer an den scheiß Dings da zu hängen. So, der Kran. Ist der da oben bei dem Loch? Wir werden es gleich sehen. Dürfte mich ja hier auch noch nicht treffen können. Ich vermute mal da oben bei dem Loch. Wir könnten allerdings... Ich sehe den nicht da. Nee. Ist er doch nicht da. Wo ist der? Wo ist dieser Sniper-Typ? Ja, das sind Texturenfehler hier, wo die Plattform vorher stand. Der kann doch nur da oben oder da oben. Da oben. Da könnte natürlich auch sein. Da ist er auch. Ja. Jetzt wissen wir aber wenigstens, wo er ist. Ne? Das ist ja schon mal die Hauptsache. So, jetzt schnell den Hundi. Ach, den hatten wir ja schon. Okay. So, dann müssen wir hier noch den Knopf drücken. Ich sagen, rüsten wir die Desert Eagle aus. Dann können wir gleich hier einen Rückwärtsgang. Oh, jetzt trifft die nicht. Jetzt ist er tot. So, wir wollen ja hier, jetzt haben wir zwar ein paar Schuss verbraucht und auch Leben, aber dafür sind wir den Typen los, der uns die ganze Zeit hier beschießt. So, na, nochmal gesaved, weil sowas nervt ja. Ei,
Da schießt noch irgendwo einer. Gibt's denn sowas? Ist das jetzt von da oben? Von der Ecke jetzt da? Von wo schießt der jetzt? Kann mir nur vorstellen, von da. Ja. Ja, das ist das Schöne. Man kann hier nicht ordentlich anvisieren. Deswegen kostet mir das das Leben. Aber wir haben ja danach, glaube ich, gespeichert. Einfach nochmal ausrüsten. Der ist da. Ja, wenn das sich nicht so weit... Ah, ich verschieße jetzt, glaube ich, sinnlos Schuss. Der ist jetzt, glaube ich, gar nicht da. Jetzt ist er erst da. Ach, komm. Ah, warum... Das ist furchtbar. Ich kann ihn nicht treffen, weil sie den nicht richtig anvisiert. Ja, und jetzt habe ich keine Schuss mehr. Da sterbe ich doch lieber nochmal. Die werden natürlich nicht anvisiert, ist ja klar, ne? Schon wieder nicht so richtig. Ne, geht nicht. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Geht absolut nicht. Man den auch. Komm, töte mich. Sollst du mich töten? Okay. Ich kann den also auch hier mit den Pistolen. Da muss man mal gucken. So. Aber nicht sterben. Ah, das wird so nichts. Das wird so nichts. Ich will ihn aber tot haben. Verdammt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, hier ordentlich zu zielen. Warte mal. So. Ist er natürlich noch nicht da, ne? Der Schweinepriester. Da ist er. Man kann einfach nicht ordentlich mit dem Teil zielen hier. Glaubt mir das, das ist total furchtbar. Ist unmöglich. Jetzt habe ich ihn aber. So, jetzt haben wir den auch wenigstens. Und gleich mal gesaved. Na, furchtbar. 8 Schuss noch.
Ich hoffe, das war's jetzt auch mit die. Ich muss auch schon wieder einen Schnitt machen. Aber ich muss noch mal überlegen, wie das noch mal war, da hinzukommen. Konnte ich denn von hier aus dahin springen? Nee. Okay, Gott sei Dank. Gab es hier Wasser? So ging das nicht. Weil da kommen wir dann nämlich aufs U-Boot drauf. So, dann müsste ich hier erst zum Kran springen wahrscheinlich, aber das sieht mir eher noch weiter aus, als wie, ne? So, wenn du da nicht hinspringst, springst du da vielleicht. Ah, Mädel. Geh hier hoch. Geh hier hoch. Dann will ich, dass du darüber springst. Da so. Nee, da hältst du dich auch nicht fest. Tja, gute Frage. Wie war das jetzt nochmal? Also hier. Nee, guck mal, hier ist ja eine unsichtbare Wand schon. Ich kann gar nicht richtig an den rangehen. Meines Wissens war das aber hier so. Dass man... quasi. Moment. Wir können ja mal bis zur Kante gehen. So. Aha. Wusste ich doch. Gut, dann ist der Part auch mal ein bisschen länger. Ah, Cutscene. Eiskalt den Igor jetzt platt gemacht. Und jetzt sind wir im U-Boot. Economy Class. Super. Da haben wir das doch noch in dem Part noch geschafft. Darum ging es mir, dass ich das noch schaffe, in dem Part ins U-Boot zu kommen. Und dann können wir im nächsten Part uns richtig schön um das U-Boot kümmern. Alles abgenommen. Your little assignment. You have no idea what your mafia financed assignment is, do you, Admiral? Young lady, who you are and what you know is of very little concern to me. If I was captain of my ship, I might listen to you. But unfortunately, the situation I find myself in doesn't allow me that privilege. So if you would be quiet and hurry along like a good little girl. Ja gut, zumindest haben wir es hier drin bequemer, würde ich mal sagen, ne? Hier sehe ich schon was. Hier können wir doch bestimmt was abbrechen, oder? Das werden wir aber beim nächsten Mal sehen, die Griffe hier. Der eine sieht nämlich so ein bisschen schon, ne, aus. Okay. Ja, freue ich mich. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 5, die
Chronix und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.